Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung OrgaTV. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist André. In der heutigen Sendung haben wir folgende Themen für euch. Zum einen zeigen wir euch den zweiten Teil des St. Ingmar Parts mit wieder zwei interessanten Interviews. Wir haben uns für unseren zweiten Sportbeitrag zum Thema Leadership eine ganz besondere Sportart ausgesucht, und zwar die Sportart Judo. Dort haben wir im Training wieder Trainer, Captain und Mannschaft anhand von Fragebögen befragt und mit Hilfe unseres Konzepts analysiert. Aus dem Verein habe ich dann noch einen Studiogast Elisa, mit dem wir dann noch über den Verein reden werden. Aus der Beitragsreihe Tipps und Tricks haben wir heute das Thema nicht aufgeben, vor allem in Klausuren. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, könnt ihr dies gerne tun über Facebook. Wir haben eine Seite, die heißt orga.tv. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns schreibt oder jede Art von Anregung uns zusendet. Und ihr könnt die Seite auch mit Gefällt mir markieren, natürlich. Wir beginnen mit der Reportagenreihe Flüchtlingsthematik. Wir haben euch letzte Woche einen Einblick gegeben über die Organisation in St. Ingbert. Die kümmert sich darum, wenn Menschen sich einen Wohnort suchen. Die Organisation hilft den Leuten, Möbel oder auch einen Platz zu finden für ihre Wohnung. Und diese Woche geben wir euch einen tieferen Einblick und haben dann noch zwei weitere Interviews mit einem der Helfer. Und wir konnten auch einen Flüchtling für das Interview gewinnen, um euch auch einmal seine Sichtweise der Dinge zu schildern. Wenn ihr sagt, ich möchte mich dort auch einbringen, dann kann ich euch jetzt sagen, wie ihr dies tut. Auch die Flüchtlingsseite, Flüchtlingshilfe dort in St. Ingbert hat eine eigene Seite, die heißt Flüchtlingshilfe St. Ingbert. Dort könnt ihr einmal euch einloggen und mit den Leuten in Kontakt treten. Wenn ihr sagt, das hat mich gerade sehr angesprochen, dann könnt ihr auch am Ende vom Video nochmal sehen, da haben wir noch eine genauere Erläuterung, wie ihr euch dort einbringen könnt und was ihr dort tun könnt. Ihr seid bestimmt schon gespannt, wie der Beitrag ist. Das glaube ich euch. Ich würde euch empfehlen, macht euch einfach selber einmal ein Bild davon. Vergangene Woche hat Christina Wied uns geschildert, wie ein typischer Tag für sie als freiwillige Helferin bei der St. Ingberter Flüchtlingshilfe aussieht. Es ist aber nicht nur Christina, die St. Ingbert mit anpackt, sondern eine Vielzahl von freiwilligen Helfern. So zum Beispiel auch Johannes Sehn. Was er so macht, hört selbst. Mein Name ist Johannes Sehn, ich bin eigentlich in Frührente. Bin dazugekommen, weil ich gesehen habe, dass Hilfe gebraucht wird. Habe mich bei Vorwied gemeldet und bin seitdem, seit 2 Monaten, quasi täglich im Einsatz. Nun, wir haben natürlich sehr viele schutzbedürftig oder hilfsbedürftig, also unsere Klienten sozusagen, die syrischen Familien auf der einen Seite, und auf der anderen Seite haben wir halt die Spender, die auch zahlreich sind und sehr gute Sachen spenden. Und an mir und an Vorwied selbstverständlich ist es dann, die Koordination zu übernehmen, also sprich, was kommt wohin, wann holen wir was ab. Und um das dann in die Tat umzusetzen, das nimmt so 1 Stunde am Tag in Anspruch, haben wir den blauen LKW, der gespendet wurde. Und mit dem fahre ich dann mit meiner Gruppe von Helfern, was alles Syrer sind, transportieren Möbel von A nach B und helfen natürlich auch hier alles im Stand zu halten. Auch mit dem Syrer Hadi konnten wir sprechen. Im Interview gibt er Antwort auf die Frage nach kulturellen Unterschieden und berichtet uns von seinen Erfahrungen mit der St. Ingberter Flüchtlingshilfe. Ich bin Olabi, Abdul Hadi Olabi. Ich bin hier in Deutschland seit 7 Monaten. Ich komme aus Syrien. The most important thing that here man feel that he is respected here in this country, and this thing we miss it in Syria. There is not big cultural difference, but of course there is some difference, but we can manage with that. It's not so big deal. The worst thing is bureaucratic procedures. Took too long time to achieve anything here.
In St. Ingbert, I think the whole situation is very good. The only not good thing is that they put much people in one room, maybe sometimes 4 people, 5 people in one room, and it's not good. But other things are so good, especially this store here. I took for my family furniture, and it was very, very helpful for me. Solltet ihr Lust bekommen haben, auch mit anzupacken, dann hat Christina jetzt noch ein paar Infos für euch. Ja, also benötigt werden, glaube ich, mittlerweile bundesweit dringend Herrenkleider in kleinen Größen, Herrenwinterschuhe, dicke Kleidung. Mit Kinder- und Damenkleidung sind wir sehr gut ausgestattet, aber Herrenkleidung fehlt. Einbringen kann sich jeder bei uns sehr gerne. Wir sind tagtäglich damit beschäftigt, die Kleider zu sortieren, die Hausrat, die Gegenstände, alles was kommt, zu sortieren und einzuräumen. Von daher kann man sich eigentlich wirklich täglich hier einbringen. Und ansonsten kann man natürlich auch gerne Patenschaften generieren. Das vermitteln wir auch. Um mit Christina Wied und der Flüchtlingshilfe St. Ingbert in Kontakt zu treten, könnt ihr einfach der geschlossenen Facebook-Gruppe Flüchtlingshilfe St. Ingbert beitreten. Dort könnt ihr euer Hilfegebot anbringen und bleibt immer auf dem Laufenden. Ja, wie ihr eben schon gesehen habt, könnt ihr der Facebook-Seite natürlich beitreten und dort in Kontakt mit den Leuten treten. Und auch nochmal von unserer Seite vielen Dank für dieses engagierte Team, dass ich dort so Einsatz für die Menschen dort und dass wir dort auch so viel drehen durften und ihr euch so viel Zeit genommen habt für uns. Und ja, generell kann ich euch nochmal als Tipp geben, schaut euch das Ganze mal selber an, macht euch ein Bild davon, das kann auch so ein Stück weit ein bisschen Angst vor der ganzen Thematik nehmen. Wir machen weiter mit unserem Beitrag zum Thema Leadership im Sport. Unser zweiter Verein ist der Judo-Verein ATDV Duttweiler. ATVD Duttweiler, und die Mannschaft existiert seit über 60 Jahren und der Verein trainiert in der Turnhalle in der Turmschule in Duttweiler, und wir waren dort, haben dort Coach, den Captain und die Mannschaft anhand von Fragebögen mit unserem Konzept befragt. Und generell kann ich noch mal etwas zu Judo erzählen. Judo ist ein japanischer Kampfsport, bei dem es manchmal richtig zur Sache geht. Allerdings, wenn man das genau übersetzt, heißt es der sanfte und flexible Weg. Man sagt, Judo ist auch eine Philosophie der Personalentwicklung, der Persönlichkeitsentwicklung. Wie man in dem folgenden Video auch gut beobachten kann, spielen Disziplin, Verantwortung und Kameradschaft eine sehr, sehr große Rolle. Auch der Trainer hat das nochmal hervorgehoben, dass er sehr viel Verantwortung hat und auch den Judoka, also den Leuten dort im Verein, gerne sehr viel Werte mitgibt und die auch für das Leben schult. Und das entspricht auch genau dem, was wir letzte Woche euch vorgestellt haben, nämlich, dass die Führung durch Werte an die Leute vermittelt werden durch Leadership. Und der Abteilungsleiter nannte uns auch, Judo bedeutet Gewinn durch Nachgeben. Und was genau dieses Sprichwort heißt und was es bedeutet, seht ihr jetzt in unserem nächsten Beitrag Leadership im Sport. Wir haben die Judokas des ATVD in Duttweiler besucht. Vor Ort haben wir auch hier mit dem Trainer und der Mannschaftskapitänin über ihre langfristigen Ziele und den Führungsstil gesprochen, sowie Fragebögen zu diesen Themen ausgeteilt. Neben dem Mannschaftstrainer konnten wir zudem den Abteilungsleiter der Judo-Abteilung für ein Interview gewinnen. Nach den langfristigen Mannschaftszielen gefragt. Also als langfristiges Team sehe ich so an, wir hätten gerne mal eine Platzierung mit der U18-Mannschaft bei den südwestdeutschen Einzelmeisterschaften. Das wäre so ein Ziel, das wir uns ein bisschen gesteckt haben. Wir waren mit der U15-Mannschaft immer nahe dran, fünfte Plätze belegt. U18 hat leider noch mal nicht geklappt, aber da arbeiten wir dran. Unser Ziel ist es eigentlich, jedes Jahr mit dieser Frauenmannschaft an der Saarlandmeisterschaft teilzunehmen.
ist immer schwierig, weil es sind viele Anfänger dabei, dass man die auch dann motiviert, dass sie mitmachen, weil wir brauchen 7 Kämpfer und mit nur 6 Kämpfern können wir nicht starten und das ist eigentlich das Ziel. Es ist nicht unbedingt das Ziel, eine Platzierung zu machen, einfach nur mit der Mannschaft für den Verein zu starten, in der Mannschaft Teamgeist, Spaß zu haben. Die einzelnen Kämpfer nennen uns bis auf 2 Ausnahmen kein langfristiges Mannschaftsziel, worin sich ein deutlicher Unterschied zum Mannschaftssport Fußball zeigt. Auch die persönlichen sportlichen Ziele haben uns interessiert. Persönliches Ziel ist, wie gesagt, meine anvertrauten Judokas zu guten, zufriedenen Judokas zu machen und, wenn es geht, zu erfolgreichen. Aber auch so die Werte des Judos zu vermitteln, was so also auch kameradschaftlich, dass wir nicht diskriminierend sind, dass wir also wirklich miteinander gemeinsam Spaß haben und eigentlich auch gute Menschen aus unseren anvertrauten Menschen zu machen. Also ich bin dieses Jahr deutsche Bronzemedaillengewinnerin geworden und mein Ziel ist jetzt eigentlich für nächstes Jahr nochmal eine Medaille zu gewinnen. Dann kämpfe ich in der ersten Bundesliga für Speyer und wir sind jetzt Bundesliga-Meister geworden in Deutschland und da will ich auf jeden Fall dranbleiben, in der Mannschaft weiterkämpfen die nächsten paar Jahre. Als persönliche Ziele nennen die Judokas die persönliche Fitness zu erhalten, ihr Können im Judo zu steigern sowie persönliche Erfahrungen an jüngere Judoka weiterzugeben. Trainer Klaus Mann hat uns erklärt, was seiner Meinung nach die 3 größten Verpflichtungen eines Trainers gegenüber seiner Spieler sind. Verpflichtungen, dass ich so, dass ich Vertrauen aufbauen kann, dass ich, wenn es gut läuft, vielleicht so eine kleine Vorbildfunktion habe. Aber klar, hauptsächlich ist wirklich eine freundschaftliche Beziehung und dass ich mich auch anerkenne mit dem, was ich mache. Also das ist so, ja, so die hauptsächlichen Ziele. Verpflichtung, ja. Zudem wollten wir wissen, was die Mannschaftskapitänin von den anderen Judokas unterscheidet. Also ich würde sagen, die verlassen sich immer auf mich, weil ich die Erfahrung und Routine von der ersten Liga mitbringe, dass ich mich um das Organisatorische kümmere, damit die anderen Kämpfer den Kopf frei haben für ihre Kämpfe. Ich kümmere mich dann um die Pässe, um die Waage, motiviere die noch mal ein bisschen, ziehe die alle ran. Ja, das ist, denke ich, meine Aufgabe. Die Mitglieder der Mannschaft teilen diese Sichtweise und berichten, dass Mannschaftskapitänin Jessica Lindner sich durch ihre Erfahrung sowie das Organisieren der Wettkämpfe von dem Rest der Mannschaft abhebt. Weiterhin haben wir sowohl den Trainer als auch die Kapitänin darum gebeten, eine Reihe von Faktoren hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für den Mannschaftserfolg zu ordnen. Was die wichtigsten Erfolgsfaktoren betrifft, sind sich Klaus Mann und Captain Jessica Lindner einig. Sowohl für den Trainer als auch für die Mannschaftskapitänin steht die individuelle Leistungsfähigkeit der einzelnen Kämpfer an höchster Stelle. Es folgen die persönliche Fitness auf dem 2. Rang, weiterhin die Motivation und die Disziplin der Kämpfer. Als weniger wichtig eingestuft werden die Faktoren Taktik, Teamgeist, das Pampern einzelner Teammitglieder, die Autorität des Trainers sowie das Vertrauen in den Trainer. Besonders vorzuheben ist, dass Erfolgsfaktoren, die einzelne Spieler betreffen, wie zum Beispiel die individuelle Leistungsfähigkeit, die persönliche Fitness, die Disziplin, aber auch das Pampern einzelner Teammitglieder hier weit wichtiger eingestuft werden, als wir es beim Fußball, bei dem die Mannschaft gemeinsam auf dem Platz steht, feststellen konnten. Insgesamt herrscht eine sehr hohe Übereinstimmung zwischen den Ansichten von Trainer und Mannschaftskapitänen. Abschließend wollten wir erfahren, wie der Trainer seinen Führungsstil beschreibt und was die Erwartungen und Einschätzungen des Captains und der Spieler seinen Führungsstil betreffend sind. Trainer Klaus Mann beschreibt seinen Führungsstil generell als in gleichem Maße hoch aufgaben- und hoch beziehungsorientiert. In der Phase der Vorbereitung legt er dabei besonders hohen Wert auf die Beziehungsorientierung. Diese Einschätzung wird durch die Mannschaft bestätigt, welche den Führungsstil von Klaus Mann als in gleichem Maße hoch aufgaben- und beziehungsorientiert einordnet. Trainer Klaus Mann führt demnach sein Team im Führungsstil des Teammanagers. Dass unterschiedliche Trainer unterschiedliche Führungsstile anwenden, wird deutlich, als der Vorsitzende Herbert Wagner uns seinen Führungsstil als Trainer darlegt. Wenn ich fortgeschrittenen trainiere, bin ich schon sehr meisterschaftsorientiert. Also da geht es richtig zur Sache, wie es halt im Juli ist. Aber jetzt mehr auszuhören, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Zu dem letzten, ich brauche keine Beziehungen auf zu meinen Kämpfern. Das geht nicht. Ich bin dann ziemlich autoritär. Das ist so.
Auch Mannschaftskapitänin Jessica Lindner beschreibt den Führungsstil von Abteilungsleiter Herbert Wagner als eine Kombination aus eher niedrig ausgeprägter Beziehungsorientierung und eher hoch ausgeprägter Aufgabenorientierung. Dies entspricht dem Führungsstiltyp Drillmeister. Nachgeben heißt das. Und ich muss also mein persönliches Aufgeben, um zum Sieg zu kommen. Das ist im Großen und Ganzen die Philosophie von Judo. Das ist ganz einfach zu erklären. Wenn einer drückt man doch dagegen. Ich mache so, wenn einer drückt, ziehe ich. Wenn er zieht, dann drücke ich. Danke nochmal an den Verein für die Kooperation und die Einsatzbereitschaft. Vielen Dank nochmal und viel Erfolg bei den kommenden Wettkämpfen bei euch. Ich habe jetzt noch Elisa bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Wenn du dich einmal ganz kurz vorstellen könntest. Ich heiße Elisa, ich bin 22 Jahre alt und bin Judoka. Okay, schön, dass du da bist. Danke, dass du gekommen bist und dir Zeit genommen hast. Wie lange betreibst du denn schon Judo? Seit 17 Jahren. Okay. Und was fasziniert dich an dem Kampfsport und explizit an Judo generell? Das Kämpfen und auch der respektvolle Umgang auf der Matte. Ja. Ja, aber vor allem das Kämpfen. Okay. Und wie bist du an das Judo gekommen? Mit deinen Eltern, haben die dich dorthin geschickt oder wie kam es dazu? Genau, ich war 5, als ich angefangen habe und... ja, ich habe vorher geturnt, aber das war nicht das Richtige für mich und dann bin ich so zum Judo gekommen. Okay, und dann dachtest du dir, okay, dann das ist mehr was für dich, was so deinem Charakter auch entspricht. Ja, es hat direkt geklappt, es hat direkt Spaß gemacht im Training. Ja. Und ja, als Kind dann auch direkt Erfolge auf den Wettkämpfen gehabt und dann habe ich gedacht, das ist es. Okay, welche Erfolge hattest du bis jetzt schon? Ich bin Südwestdeutsche Meisterin geworden ein paar Mal, ich habe 2 Jahre lang Bundesliga gekämpft. Und habe bei der Deutschen Meisterschaft immer mitgekämpft. Okay, und in der Gruppe, in der du trainierst, wie alt sind dort die Leute ungefähr? Also das ist die Erwachsenengruppe, das Training ist dann immer abends. Die sind so zwischen, sag mal, die Jüngsten sind so 14, kommt auch immer auf das Gewicht an. Ja. Und die Ältesten sind so bis so 30. Es gibt dann natürlich auch immer Erwachsene, die dann noch älter sind. Aber die machen das dann eher so zum Spaß und zum Ausgleich. Okay, und wie ist dann die Atmosphäre? Da hattest du ja eine relativ große Spanne von Alter ist. Das klappt ganz gut. Also es geht ja eh immer hauptsächlich, also im Training nach Gewichtsklasse und ja, das ist gut. Okay, welchen Gürtel hast du bis jetzt? Ich habe einen ersten Dan. Ersten Dan, das ist der schwarze. Genau, der schwarze. Genau. Und wie viele Dan gibt es dann davon? Es gibt 5 schwarze, danach kommen 3-mal weiß-rot und dann rot. Okay, und welche Prüfung hast du dafür abgelegt oder was macht man da in so einer Prüfung, wenn man jetzt den ersten Dan zum Beispiel... abgelegt hat, die Prüfung? Also es gibt von Gürtel zu Gürtel immer eine Prüfung und für den ersten Dan, das ist dann auch eine praktische Prüfung und man muss auch eine schriftliche Ausarbeitung abgeben. Ja, und über was ist das dann zum Beispiel? Über die Spezialtechnik. Okay. Und die wird dann auch abgefragt in der Prüfung. Und ist das dann auch so, dass man, wie man sich das vorstellt, so Bretter zerschlägt oder ist das auch so? Nee, wir schlagen gar nicht, wir treten auch gar nicht, es geht ums Werfen, dann Bodenkampf festhalten, hebeln, würgen, aber es wird gar nicht geschlagen, nicht geboxt, nicht getreten, nicht gebissen, gar nichts. Okay. Wie professionell betreibst du denn Judo? Ist das für dich eher ein Hobby geworden oder betreibst du das noch professionell? Also ich habe bis letztes Jahr noch Wettkämpfe aktiv gekämpft, hatte dann eine Verletzung vom Judo, habe dann jetzt eine Zeit lang Pause gemacht. Bin jetzt aber wieder nochmal im Training, ja. Okay, und was würdest du für dich sagen, ist so der Schlüssel zum Erfolg beim Judo? Auf was kommt es da richtig an? Ja, ich denke, wie in jeder Sportart, Talent bildet die Basis, Training, viel Training und Ehrgeiz. Und man darf auch nicht so pinzig sein, weil beim Wettkampf geht es schon hart zu. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Du hast das Ergebnis aus dem Video gesehen. Würdest du sagen, so das, was du in den Trainings mitbekommen hast, dass das so übereinstimmt? Zum Beispiel jetzt bei Klaus. Ja. Ja, würdest du sagen, dass das übereinstimmt?
Also was genau ist so deine Erfahrung, wenn du dann im Training bist? Hast du so das Gefühl, dass er euch eher die Taktik an den Weg gibt? Oder was ist ihm besonders wichtig? Was hast du da so das Gefühl? Also mit Klaus haben wir eigentlich immer eine gute Stimmung auf der Matte und ja, der bringt uns dann auch Techniken bei, Kämpfen. Okay. Und ist er auch sehr beziehungsorientiert? Also geht er auf jede einzelne Person ein oder ist ihm einfach wichtig, dass gewisse Dinge, die er sich vorgenommen hat, durchgezogen werden? Nee, also man kann mit Klaus auf jeden Fall reden, auch wenn mir dann irgendeine Technik nicht liegt, die er dann zeigt. Ja. Dann zeigt er mir sie dann irgendwie anders oder eine Abwandlung und geht dann schon individuell auf jeden Sportler ein. Okay, ja, ich denke, das hat man auch im Video gesehen. Was erwartest du von deinem Trainer? Also was sind so Dinge, die du von ihm erwartest? Ich denke, man muss auf jeden Fall immer wieder was von seinem Trainer lernen können. Ja. Wenn man selbst weiter als der Trainer ist, bringt es ja nichts mehr. Klar. Was ich auch wichtig finde, ist, dass der Trainer Zugang zu einem hat, auch auf den Wettkämpfen, dass der einen auch gut betreuen kann, weil ja jeder kämpft anders, jeder macht andere Techniken und der Trainer muss da auch vorbereitet sein auf seine Sportler. Ja, das denke ich auch. Würdest du Judo eher als Teamsport oder als Einzelsport bezeichnen? Auf der Matte, bei Wettkämpfen ist man ja immer alleine auf der Matte. Da hilft ja einem keiner, also eher ein Einzelsport. Ja. Aber es gibt ja auch Mannschaftssport beim Judo. Das sind dann immer 7 Gewichtsklassen. Und da kämpft immer jede Gewichtsklasse einmal und versucht dann einen Punkt für die Mannschaft zu holen. Also gibt es da schon einen Teamgeist, nur Judo an sich ist halt ein Einzelsport. Okay, dann von meiner Seite auch schon mal danke für deine Eindrücke und dass du hierher gekommen bist. Und auch nochmal an der Stelle vielen Dank an den ATVD Duttweiler. Natürlich wartet ihr schon auf den Beitrag Tipps und Tricks. Diesmal haben wir für euch das Thema Nicht aufgeben vorbereitet. Wir alle saßen schon mal in der Vorlesung und der Professor hat uns eine Frage gestellt. Und wir haben das Gefühl, alle Spotlights sind auf uns gerichtet und wir stehen unter Strom. Wir wollen euch ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie ihr diese Situation meistern könnt und wie ihr die Situation dann auch noch lösen könnt, dass ihr die Frage richtig beantworten könnt. Ich denke, dieser Beitrag ist interessant für jeden, aber schaut einfach mal selbst. Hey, wer kennt das nicht? Der Professor nimmt in einer Vorlesung spontan jemanden dran, der sich gar nicht gemeldet hat und keine Ahnung von der Thematik hat. Und das bist du. Was macht man in solchen Situationen? Auf solche Situationen panisch oder ängstlich zu reagieren, ist in der Regel ganz normal. Es würde den meisten so gehen, du bist also nicht alleine. Tief durchatmen und keine Panik. Bevor man aber einfach nichts tut und unüberlegt, keine Ahnung sagt, sollte man sich zunächst mit der Frage systematisch auseinandersetzen. Ganz wichtig ist, dass du dich nicht aufgibst und dir selbst vertraust. Ein gesundes Selbstvertrauen ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Den inneren Kritiker werden wir nun kurzfristig aus unserem Kopf und unseren Gedanken verbannen und anstelle dessen eine aufbauende Stimme setzen. Ich will, ich kann und ich werde. Warum denn auch nicht? Du hast schließlich den Weg zur Uni schon gemeistert, also wirst du dieser Herausforderung auch gewachsen sein. Bedenke, dass der Weg das Ziel ist. Du bist schließlich in der Vorlesung, um was zu lernen und nicht, um die perfekten Antworten zu kennen. Hast du also den ersten Schock und damit die schlimmste Phase erfolgreich überstanden und dir fällt die Antwort nicht direkt ein, kannst du den Professor bitten, die Frage nochmal zu wiederholen. So hast du mehr Zeit, deine Gedanken zu strukturieren und eine passende Antwort zu finden. Wie kann ich vorgehen, um eine passende Antwort zu finden? Man kann zunächst einmal die Frage oder den Sachverhalt in einzelne Satzbausteine zerlegen. Danach sollte man die Schlagwörter herausarbeiten und diese erörtern. Dabei ist es wichtig, dass du dich auf deinen gesunden Menschenverstand und deine Logik stützt. Denn das gelernte Wissen soll lediglich als fundierte Basis dienen. So hast du dann einen besseren Gesamtüberblick. Die Ideen, die du bei dieser Denkphase bekommst, müssen nur noch geordnet und strukturiert werden, damit du Stellung zu der Frage des Professors nehmen kannst.
Präsentiere deine Antwort mit eventuellen Denkschritten vor dem Auditorium und nenne deine Argumente, wie du auf die Antwort gekommen bist. Dann ist der Erfolg garantiert. Denn der Erfolg besteht nicht in der perfekten Antwort. Das Ziel ist doch gerade, eigenständiges Denken zu fördern, Sachen und Prozesse zu hinterfragen und eine Struktur in der Komplexität zu finden. Mit den richtigen Argumenten wird deine Antwort auf Begeisterung des Auditoriums und des Professors stoßen. Und für das nächste Mal weißt du, dass man nicht direkt aufgibt, wenn man spontan mit einer Frage des Professors überrumpelt wird. Noch ein kleiner Tipp von mir. Diese Tipps gelten nicht nur für die Vorlesung, sondern auch für die Klausuren. Diese Tipps könnt ihr eigentlich überall mit anwenden. Damit ihr wisst, was euch nächste Woche erwartet, hier ein kleiner Ausblick auf die Sendung im nächsten Mittwoch. Wir präsentieren euch meine Basketballmannschaft, der TuS Herrensohr. Das ist die erste Mannschaft und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommen wird, da es auch meine eigene Mannschaft ist, die ich gefilmt habe. Und dann haben wir noch Tipps und Tricks nächste Woche. Diesmal freue ich mich da besonders drauf. Wir haben nämlich eine Tipps und Tricks Weihnachtsedition. Jetzt sind wir auch wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Und dann bis zum nächsten Mittwoch um 18:18 Uhr auf orga.tv.